Einen wunderschönen 14. Dezember. Wir schreiten so langsam auf die Feiertage zu. Ich habe heute mal von Nomad diese Base Station im Gepäck. Das ist kein einfaches Ladepad. Das ist eine ganze Ladestation. Und diese Ausführung, die ist Apple Watch Edition. So sieht das Ganze in ausgepackt aus. Sehr kompakt, sehr schnieke, muss man sagen. Und sehr aufgeräumt insgesamt. Unter diesem Lederbezug, da finden sich drei Spulen. Also lassen sich drei Geräte ablegen. Und man kann natürlich eine Apple Watch aufhängen. Auf der Rückseite, das kommt dazu, ein USB-A-Anschluss, ein USB-C-Anschluss mit 18 Watt Power Delivery. Also falls man noch so ein iPad zu laden hat. Diese ganze Station, die ist halt sehr, sehr edel, sehr, sehr nett. So, das fängt bei dem Lederbezug an, das geht über das Aluminium, das geht über die Schwere. Das Ding liegt wirklich schwer auf dem Nachttisch auf. Hat so Gummifüße, das heißt, es verrutscht jetzt auch nicht. Und diese Gummileiste, die zieht sich bis zum Ladepuck für die Apple Watch, den man austauschen kann. Hier ist der. Wenn man unterschiedliche Uhrengrößen hat, dann liegt es halt direkt angepasst auf und so Kleinigkeiten, die einfach eine gewisse Wertigkeit vermitteln. Das Ganze ist keine Station, um irgendwas richtig schnell zu laden. Dieser integrierte Puck, sehr schön, dass da kein Kabel raushängt und verlegt werden muss. Allerdings ist es auch nicht der neueste, der die Series 7 in super schnell lädt. Und auch das G-Pad, das sind, ist keine Ladestation, die jetzt alles super schnell auflädt, sondern eher so für den Nachttisch gedacht, um halt Sachen über Nacht mit Strom voll zu pumpen. Das Ganze ist nett und hat seinen Preis. Das ist wahrscheinlich der größte Kritikpunkt, es ist teuer. Aber dafür bekommt man beispielsweise so Kleinigkeiten wie den Lichtsensor an der Rückseite, der sitzt da und der erkennt, wenn man nachts das Licht ausschaltet und dann dimmt es die vorderen Ladeanzeigen. Wenn hier Geräte aufliegen, dann wird es logischerweise angezeigt. Ein wichtiger Hinweis, was geladen wird. Aber wenn es dunkel ist, dimmt es halt. Dimmt diese Ladestation diese kleinen Lichtquellen. Das Netzkabel, was mitkommt, das ist so geflochten. Das ist so nett. Das ist so, alles ist so ein bisschen nett an dieser Ladestation. Inklusive dem Preis. Von Nomad, die Base Station, Apple Watch Edition. Wenn man sowas Edles, Aufgeräumtes, aber auch ein bisschen Teures sucht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle noch einmal wieder.